Irgendwas übersehe ich. Ja, wegspringen geht dann auch nicht. Vielleicht ein kleiner Tipp aus dem Chat. Sonst wäre das wieder so eine endlose Geschichte hier. Da komme ich nicht hoch. Da auch nicht. Dann werde ich da auch nicht hochkommen. Hier kann ich auch nichts machen. Ganz am Rand. Aber nicht. Da ging es ja nicht mehr weiter, ne? Muss ich vielleicht von unten was mitnehmen? Den Sessel vielleicht anfackeln oder so? Ja, jetzt hängen wir da, ne? Nicht hoch. Den Stuhl können wir ein bisschen hin und her schieben. Können wir auch nichts machen. Irgendwas übersehe ich. Aber ich komme nicht drauf, was. Da komme ich auch nicht drunter. Irgendwas muss ich machen, um die da wegzulocken. Keine Idee, was ich versuchen könnte? Da kann ich nichts machen. Da kann ich nur hochklettern. Mit Anlauf da durchspringen, das würde wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ja, aber nicht, wenn ich stecken bleibe. Ich habe gerade echt keine Idee mehr. Okay, so schleichen. Okay, schleichen geht.
Ja, gut, das hätte ich mir auch denken können. So, wo ist der Schlüssel? Das kann ich bestimmt runterschmeißen und dann kommt sie hier rein. Jetzt? Ist der Raum jetzt safe? Dann holen wir uns jetzt erstmal diese Statue. Dann wo ist jetzt der Schlüssel? In der Vase ist er gewesen. Aber ich glaube mal nicht, dass die uns jetzt so einfach da an das Schloss gehen lässt. Das wäre zu einfach. Jetzt sind wir schon am Schluss. Okay, das war's doch schon. Hui. Mit dem Feuerzeug durchschleichen. Fällt ja gar nicht auf. Vor allem bei einem Geist. Oi, oi, oi. Nein, 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 nein. Okay. Ich glaube, wir müssen rennen. Da bringt Schleichen nicht mehr viel. Dann rennen wir einfach mal durch. Das sind auch keine Schlupflöcher, wo man jetzt... doch, hier. Weiter. Ich komme garantiert gleich wieder. Na, wo bleibt der Schockmoment? Okay. Wo geht's lang? Hier was machen? Nein. Geht's weiter nach vorne? Hier schon mal nicht. Ah. Ah. Kriegt man nicht auf. Das ist jetzt nur ein kleiner Raum. Das kann ja nicht so schwer sein jetzt. Oh. Zu finden, wo es lang geht.
Hier auf jeden Fall doch nicht. Hochklettern. Was muss ich hier machen? Hat es einen Grund, warum wir hier hoch können? Ich sehe nichts in diesem Raum. Wir haben einen Spiegel. Müssen wir da zurück und die mit dem Spiegel irgendwie konfrontieren? Das wäre auch eine Idee. Ah! Da stand sie. Okay, wir müssen irgendwas mit einem Spiegel machen. Next try. Haben wir das Rätsel ja wenigstens schon geknackt. Jetzt arbeiten wir nur noch an der Umsetzung. Okay, und jetzt am besten den Spiegel wieder aufheben. Aufstehen. Wo ist der nächste Lichtpunkt? Hier. Und sie kommt von... Oh Gott. Okay. Wie oft muss ich das machen? Lichtpunkt. Ach Mist, jetzt stand ich zu nah dran. Muss ich das ganze Ding jetzt nochmal machen? Bitte nicht. Deprimierend. Dann machen wir das Ganze halt noch einmal. Funktioniert, wissen wir jetzt, aber... Das kommt halt dann immer drauf an, von welcher Seite sie kommt. Ich sollte vielleicht auch zusehen, dass ich dann mehr in der Mitte bleibe. Wenn sie das Tempo nicht erhöht, dann reicht die Mitte vollkommen aus.
Einmal müssen wir wahrscheinlich noch. Das war jetzt ein Lucky Treffer. Okay, die ist down. Na, noch nicht ganz. Oh, ich darf. Ich muss irgendwas essen. Muss ich jetzt. Nee, ich muss. Ich beiß doch da jetzt nicht rein, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich habe schon vorhin einen Kobold verputzt. Alter, nee. Nee. Irgendwann sind wir das Böse und nicht die anderen. Was passiert jetzt? Hallo? So sehe ich halt nicht besonders viel, ne? Aber die Mucke ist irgendwie cool. Alle jetzt mit der Aura, die wir da haben, keine Ahnung. Was geht mit dem kleinen Mädchen ab? Was geht mit dir? Also ich glaube, ich muss die Kleine mal zu einem Punkt schicken. Ernsthaft. Die hat Probleme. Die Räume der Herren freigeschalten. Yeah. Jetzt gehen wir ins Licht. Muss ich jetzt noch die Gen-Taste drücken oder nicht? Nee, sie läuft allein. Und da ist noch ein kleiner Kobold. Ihr müsst jetzt winken. Da hätte ich mich jetzt drüber gefreut, wenn er winken würde. Das war's. Die Herrin war im Prinzip der Endboss. Wir haben das Game durch. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt gebraucht habe. Insgesamt mit beiden Streams um die 4 Stunden, glaube ich. Müssen um die 4 Stunden gewesen sein. Also, meiner Meinung nach, es hat wirklich Spaß gemacht. Es war mal was anderes, auf jeden Fall. Und
Ja, vor allem, man spielt die ganze Zeit dieses kleine Mädchen, was Angst hat, was gejagt wird und von dem Bösen, sage ich mal. Und dann wandelt sich diese ganze Geschichte und am Ende sind wir das Böse. Eigentlich recht interessant gemacht. Vor allem der Grafikstil war auch recht nice. Ich weiß nicht, im Stream kam es wahrscheinlich ein bisschen dunkler rüber als hier bei mir am Bildschirm. Aber der Soundtrack ist natürlich auch eine Nummer für sich. Der gefällt mir auch. Also wenn... Ich kann es euch nur empfehlen. Kauft euch das Game. Es hat Spaß gemacht. Es könnte vielleicht ein Ticken billiger sein. Na, das muss ich ehrlich dazu sagen. Es könnte ein Ticken billiger sein. Ich weiß nicht, was ich jetzt bezahlt habe. Ich glaube... Ich muss lügen, 16 Euro. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht, nagel mich nicht drauf fest. 16 Euro habe ich jetzt dafür bezahlt. Oder habe ich das im Sale gekauft? Na gut, es war jetzt auf jeden Fall nicht ein 3-Euro-Titel oder so. Hat schon ein bisschen mehr gekostet. Aber so für die Unterhaltung zwischendurch vielleicht ganz praktisch. Man spielt es halt nur einmal durch. Es hat keinen Wiederholungsspielspaßfaktor. Wie sagt man dazu? Wiederholungsfaktor. Ich komme nicht aufs Wort. Aber naja. Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr mit eingeschaltet habt, mir Folge geleistet, dass ihr mich hier begleitet habt in diesen düsteren Träumen. Und wir sehen uns auf jeden Fall in einem nächsten Stream oder auch Let's Play wieder. Und bis dahin, haut rein. Ciao.